Yo Leute, da begrüße ich euch zurück zu meinem Let's Play von Need for Speed Shift 2. Ja Leute, nun wieder mit dem Live Commentary und es geht direkt weiter mit einer Serie. Hier, Miami direkt mal wieder am Anfang. Es mutiert schon so fast zu meiner Lieblingsstrecke, weil ich sie so oft fahren muss. Und ich werde jetzt auch direkt mal den Sound niedriger stellen. Also, weil ihr habt bestimmt mitgekommen, dass das von mit der Corvette so laut ist. Mach dich startbereit. Konzentrier dich und kämpfe. So, das ist jetzt schon wieder saulaut. So, hier können wir mal Optionen gehen. Audio. So, vielleicht jetzt mal, versuchen wir es jetzt mal so. So, und dann kann das schon direkt weitergehen. Da ist das grüne Licht, los, los, los! So, das grüne Licht und schon ganz losgehen. Boah. So, jetzt direkt mal auf den dritten Platz geschoben. So, zweiter Platz. Jetzt fehlt nur noch der erste. Wow, bisschen quer. So, jetzt ist auch der Sound schon angenehmer. Ich habe jetzt doch nochmal auf Mittel gestellt. Oh fuck, das war die Handbremse. Ich wollte eigentlich zurückgucken. Ah, so macht man das. Oh, und die Corvette hinter mir steigert sich erstmal. So, dafür kann ich hier wieder ein bisschen Zeit rausfahren. So, irgendwie muss ich die Corvette vor mir noch kriegen. Oh, das ist zu aggressiv. Hätte ich schon viel früher aufs Gas gehen müssen. Aber ich habe ja noch dann zwei Runden Zeit. Und noch den Rest von dieser. Jetzt erstmal richtig rankommen. Dass ich vielleicht doch da meinen Angriff starten kann. Auch noch zu weit weg. So, jetzt bin ich vielleicht etwas besser rausgekommen. Man muss vom Gas gehen. Bisschen später gebremst. Und perfekt. So wird heute überholt, Leute. So, ein bisschen später gebremst und ich könnte sogar noch später bremsen. So, hier habe ich auch allerdings noch meine kleinen Probleme mit diesen Kurvenabfolgen. So, jetzt kann schon sein, dass er wieder auf der Geraden vorbeizieht. Ich hoffe allerdings nicht. So, wir zwei hier vorne können uns auf jeden Fall vom Feld absetzen. Ist wieder später gebremst. Bisschen die Curbs, bisschen hart genommen, aber natürlich kein Problem für die Corvette. Nochmal ein bisschen später gebremst und perfekt eigentlich. Okay, nicht ganz perfekt. Wow, bisschen quer jetzt. Das war ein bisschen sehr nah an die Mauer. So. Naja, ist ein bisschen langweilig jetzt. Also für mich nicht, vielleicht für euch. Ich muss hier gucken, dass ich nicht doch noch irgendwie abfliege. Aber es sollte eigentlich gehen. Und ich hoffe, dass es jetzt auch mit der Lautstärke her passt. Weil ich ja den Sound ein bisschen weiter runtergedreht habe. Allerdings gefällt mir das immer noch nicht ganz so, weil ich immer noch am Kurvenende oder Kurvenausgang ein bisschen korrigieren muss. Das gefällt mir noch nicht so.
Gut, das ist, fliegt vielleicht auch am Auto. Soll ich auch nochmal kurz korrigieren. Bisschen vom Gas. Und wieder 4/10 Vorsprung. Meine eigene Zeit. So, jetzt geht's hier wieder auf die Gerade. Oder wir sind schon auf der Geraden. Ich hoffe, das war nicht zu spät gebremst. Nee, eigentlich perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich noch ein bisschen später gebremst als vorher. So, jetzt habe ich nur noch diese Kurve hier gemeistert. Und, oh, der Abstand ist gleich geblieben. Also Leute, das sieht man auch nicht oft. So, der war wie vorhin auch schon ein bisschen weit raus. So, jetzt nur nicht mehr zu viel. Oh fuck, der war schlecht. Entschuldigung auch für die Ausdrucksweise. Mist heißt es ja hier auf Hochdeutsch. Nein, Hochdeutsch ist das auch nicht, ist ja auch schon Umgangssprache. Obwohl man da sich ja drüber streiten kann. Aber das ist ja hier nicht das Thema, ne? Das Thema ist hier fahren, fahren, fahren auf der Rennstrecke, nicht auf der Autobahn. Wow, komme ich auch wieder ein bisschen quer beim Anbremsen. Und dann bin ich auch schon im Ziel. Jawohl. Wahnsinnig gut gefahren, Mann. Echt gut. Jawohl, wahnsinnig gut gefahren. Echt gut. Eine 5:11:406. Ich bin Sechster auf der Speedwall. Nicht ganz so überragend, aber gut. Ich habe mein Auto nicht getuned, also. Die letzte Runde war nochmal besser. 8/10 und ich führe natürlich hier in der Serientabelle mit 12 Punkten. Mit 2 Punkten Vorsprung. Ja, und ich muss sagen, wir haben schon bald Fahrerstufe 20 erreicht. Und da bin ich ja dann mal gespannt. Oh nein, nicht die Strecke. Das war die, wo ich mit der Bugatti so abgekackt bin, glaube ich. Wenn ich mich hier recht erinnere. Ja, ich glaube, das war die. Auch eine Dodge Viper SRT10 ist hier unter der Speedball auf Platz 2. Die Strecke ist hart, aber du kommst damit klar. Komm schon, konzentrier dich. Ja, die Strecke ist hart. Oh, und ich stehe auch nicht in der ersten Startreihe. Das ist natürlich immer ein Nachteil. Das Licht ist auf jeden Fall an. Jawohl, pass auf dich auf und los geht's. Und es ist schon mal schwer hier auf jeden Fall mal die Führung zu erobern. Oh, oh, oh. Jetzt kommt natürlich die schwammige Lenkung zum Tragen. Bei der Corvette. So, und hier die Kurve, meine ich, muss man mit Achtung fahren. Naja, so viel Achtung wiederum auch nicht. Ja, vielleicht doch. Also Leute, wenn ich jetzt hier ein bisschen abkacke, entschuldigt das, denn ihr wisst, alle die das Bugatti-Video gesehen haben, das ist nicht meine Paradestrecke. Und wobei ich auch sagen muss, dass die Bugatti natürlich nicht für die Rennstrecke irgendwie gebaut ist. Ist nur dafür gebaut, irgendwie um möglichst schnell zu fahren, habe ich das Gefühl. Weil die ja auch so schwer ist. So, ein bisschen später ist ja mal gebremst. Wow. Deswegen bremsen. Ich habe mich schon gerade gefragt, das hinter ist doch gar keine Kurve. Auf einmal taucht da so little jump auf. Ah, ein bisschen weit raus, aber geht noch. So, Laptop-Bildschirm ist aus. Wow. Zum Glück war da kurzzeitig asphaltierte Fläche. Weil ich denke, sonst hätte es mich ganz rausgetrieben. Und wieder ein bisschen quer. Heckschleuder hier. Querfahren for life. Macht bestimmt Spaß, quer zu fahren, aber im Rennen ist das nicht gerade sehr hilfreich. Und ich glaube, mein Ton ist gerade ein bisschen ausgefallen. So, oh Gott, jetzt wieder hier diese erste Kurve. Da sagt dann noch voll hier ein bisschen bremsen. Führe eine Runde lang, yippie. Komplette Führungsrunde habe ich auch gekriegt. Ich kann das ja immer nur nebenbei so mitlesen da oben.
Und diese Kurve werde ich, glaube ich, nie meistern. Alter, hier ist wieder Dreck auf der Scheibe. So, hier wieder ein bisschen bremsen. Ach, hier kommt noch gar nicht der Sprung. Oh! Nicht im Sand abbremsen. Das kommt nicht gut. Oh, die war aber schön gefahren, fand ich. Also jetzt kommt, glaube ich, gleich Little Jump. So, jetzt. Oh, 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 oh. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Und die Strecke wird egal. Jetzt hack ich drauf. Das war auch nicht wirklich abgekürzt, Leute. So, ich fahre abseits der Ideallinie. Ich weiß. Müsst ihr euch einfach dann meine Zeit auf der Speedball denken. Da mache ich, da starte ich jetzt nicht auch extra nochmal neu. Also nochmal zwei Runden hier. Es kann doch nicht gut gehen, Need for Speed, EA. Was wollt ihr damit mir anstellen? Oh Gott, nee. Hier ist die ganze Zeit hier die ESP-Warnleuchte an bei mir unten unter dem Tachometer. Wieder trägt es mich hier zu weit raus. Aber noch alles im grünen Bereich. Noch passt alles. Ja, die letzte Runde wurde ja nicht gewertet. Deswegen habe ich jetzt wieder 6 Sekunden Vorsprung. Weil ich ja angeblich abgekürzt habe. So, aber jetzt konnte ich mir echt schon einen schönen Vorsprung rausarbeiten. Im Gegensatz zu den anderen. Und so heftig ist dieser Jump hier auch nicht. Und hier muss ich mir, glaube ich, merken, ein bisschen zu bremsen. Dann trägt es mich auch nicht so weit raus. Aber hier kannst du mich ruhig weit raustragen. Aber hier muss ich dann wiederum aufpassen, dass ich dann nicht mit der Leitplanke, Reifenstapel, etc. und so weiter kollidiere. Ich fahre hier sehr auf dem Sand. Oh, 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 oh. Aber ihr seht, Vorsprung. Habe ich schon gut rausgefahren. ...8,2 Sekunden nochmal Vorsprung. So, ich glaube, die Kurve kann man auch ohne einmal zu bremsen fahren. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, kann man auch. So, jetzt ist, war ja sie hat schon mal einigermaßen besser die Kurve gefahren. Oh, 99.000stel habe ich Rückstand. Naja, wir wollen ja auch jetzt nicht mehr hier übertreiben. Einfach nur das Ding nach Hause kutschieren. Wäre ich jetzt mal eindeutig dafür. So, hier habe ich gesagt, bisschen vom Gas. Ach nein, hier war das noch gar nicht. Hier hätte ich locker durch voll fahren können. Hier war das. Und plus eine Zehntel. Sieht man mal wieder die Konstanz in den Rundenzeiten von Mr. Easy Racer. Oh, oh, der ging nochmal weit raus. Wobei ich natürlich im letzten Sektor da viel hier jetzt. Hier habe ich letztes Mal, bin ich nicht so gut gefahren. Versuche jetzt mal eine etwas weitere Linie zu nehmen. Jawohl, die war echt gut. Das könnte auch nochmal eine neue Bestzeit werden. Wurz auch, glaube ich. Du bist richtig gut gefahren, Mann. Genau so muss das aussehen. Jawohl, richtig gut gefahren. Genau so muss das aussehen.